Wie krass! So, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. Ja, das ist der Vincent, ich bin der Thomas. Wir freuen uns erstmal, dass wir in Hamburg sein dürfen. Wir kommen ja ein bisschen weiter. Ja? Und es wurde gerade gesagt, wir sind Mentalisten. Weiß jemand, was das eigentlich bedeutet? Wir sind Gedankenleser. Und mit dieser Reaktion haben wir gerechnet. Egal, wo wir hinkommen und das sagen, die Stimmung ist immer... Mist. Wir würden mal anfangen mit einem Experiment mit euch allen. Das heißt, keiner muss jetzt nach vorne, aber jeder kann es mal ausprobieren. Das passiert alles in euren Köpfen oder bei euren Sitzen. Aber probiert es mal aus. Und zwar, denkt doch mal alle bitte an irgendeine Farbe. Zum Beispiel an Gelb. Warum sagt er das jetzt? Wir machen das so, der Vincent denkt auch an eine Farbe. Ja. Wir schauen mal, wer an die gleiche Farbe denkt wie Vincent. Also wie viele sogar. Vincent. Ja, ich habe an Rot gedacht. Ganz ehrlich, wer hat auch an Rot gedacht? Hand nach oben. Rot. Nicht viele, okay. Zweiter Versuch. Denkt mal an eine Blume. An irgendeine Blume. Jetzt. Ich hatte die Rose. Wer hat doch die Rose gehabt? Nicht mehr, Vincent. Vielleicht würdest du es auch schwer machen. Rot-Rose verbinden ganz schnell. Aber wer hat Rot und Rose gehabt? Mal Hand machen. Rot und Rose. Okay, hier vorne. Der Herr da in der Mitte. Ja, du, der Welt schon. Wie ist dein Name? Wie? Dennis, kannst du dich einmal bitte hinstellen? Das ist schon mal dein Applaus, Dennis. Hallo, Dennis. Hallo. Was gibt es Schönes am Bleiben stehen, Dennis? Weil du hast ja an Rot und Rose gedacht, wie Vincent. Das heißt, ihr beide, ihr seid schon mal auf einer Wellenlänge. Ja. Dennis, deswegen das Dritte, das kann nur zwischen euch beiden funktionieren. Kannst du ein Versprechen, du hast, wir haben nichts abgesprochen? Dennis, bleib doch mal stehen. Bleib doch mal ganz kurz stehen. Du bist gleich fertig. Dennis, wir machen einen dritten Versuch. Rot, Rose, und jetzt kommt das dritte und das ist die größte Auswahl überhaupt. Und zwar bitte ich dich mal, denk doch mal an eine Stadt weltweit, am besten aus Deutschland. Hast du eine Stadt? Okay, der Witz würde versuchen, deine Stadt zu empfangen. Schau einfach Witz an und versuch mal, deine Gedanken zu senden. Das heißt, denk einfach an deine Stadt, der Witz dann erfängt. Okay, ja, prima, sehr gut. Na gut, leg dich fest. Kannst aufhören, sehr gut gemacht. Glaubst du ans Gedankenlesen? Er lacht nur. Ja, Dennis, jetzt. Okay. Dennis, wäre es nicht unglaublich, wenn Vincent deine Stadt aufgeschrieben hätte? Ja. Vincent, hast du ein gutes Gefühl? Ich habe ein gutes Gefühl, ja. Ja, okay. Doch. Dennis, du merkst, die Spannung steigt. Sag uns deine Stadt, an die du nur gedacht hast, zum ersten Mal laut. Heidelberg. Okay. Ja. Und du hättest wirklich an jede Stadt denken können. Und hast an Heidelberg gedacht. Heidelberg. Ja, das wusste ich. Dein Applaus, Dankeschön. Komm, das ist mega. Das hat mir nie geklappt. Ja, mega. Ja, auf dem Niveau bleiben wir auch? Nein. Das waren sogenannte Eisbrecher, weil wir immer wissen, wenn wir sagen, wir sind Gedanken, wir sind Menschen, haben ein bisschen Angst. Natürlich brauchen wir jetzt eure Mithilfe und jetzt werden wir natürlich gleich mal auswählen, der auf die Bühne kommt. Die Person, bitte habt keine Angst, es passiert nichts Schlimmes. Die meisten sind sogar sehr dankbar, das mal zu erleben. Und ich würde einfach mal hier vor den Damen, wie ist denn dein Name? Rebecca? Becker? Hey. Ach, Beck, einfach weg. Jetzt hast du es. Jetzt habe ich es. Beck, kannst du mal bitte nach vorne kommen, nach oben? Das ist dein Applaus, yeah. Beck. Hallo, das ist nicht schlimm, jetzt bitte. Hey, keine Angst, Beck. Hallo erstmal. Ja. Hi. So. Hey. Beck, geht's dir erstmal gut? Ja. Ja. Naja. Noch, ja. Nein. Beck. Ich verspreche dir, dir passiert nichts Schlimmes und ich kann dir noch was weiteres versprechen, dass alle bestimmt ganz, ganz froh sind, dass du hier vorne bist. Ja, aber Beck, damit es für dich ein bisschen einfacher wird, brauchen wir noch eine zweite Person und die zweite Person, die darfst du bestimmen. Und am besten nimmst du jemanden, den du nicht kennst. Einfach mal spontan auf irgendeine Person zeigen.
Und die Person kommt gleich mit nach oben. Das ist wie, schau mal, alle schauen weg, ne? Und wem zeigst du? Den Herrn? Der dritte Herr? Der zweite unter dem Hut. Der zweite unter dem Hut. Also, wie ist dein Name? Ja. Arthur. Komm mal, auch mal mit nach oben. Ist auch dein Applaus, Arthur. Der Arthur freut sich. Hi, wie geht's? Alles gut. Hallo Arthur. Geht's dir auch gut? Ja. Okay. Komm mal bitte auf meine rechte Seite. Also, du sollst da kurz stehen bleiben. Wie gesagt, versucht es wirklich jetzt zu genießen, was ihr gleich erleben dürft. Und versucht euch mal drauf einzulassen. Und zwar, Beck, ich fange ja nur mit dir an. Schau mal bitte hier nach vorne. Und suche dir mal irgendwo einen Punkt, auf den du schaust. Am besten direkt auf die Bar, die es beleuchtet. Und suche dir mal irgendein Glas, auf das du jetzt schaust. Hast du eins gefunden? Versuche das gesamte Publikum auszublenden. Und deine einzige Aufgabe in diesem Sinne ist es, an eine Zahl zu denken unter 50. Du kannst natürlich die 1 nehmen, die kleinste Zahl. Du kannst auch die 50 nehmen, die höchste Zahl. Die Mitte ist 27. Ganz wichtig, das nicht beeinflussen. Aber ich möchte, dass du weißt, dass die Dame letzte Woche die 13 genommen hat. Na dann. Hast du eine Zahl? Ja. Sehr schön. Behalte sie dir, kannst dich komplett umschauen. Kommen wir zu dir, damit wir ausschließen können, dass ihr beide an dieselbe Zahl denkt, würde ich dich mal bitten, an eine zweistellige Zahl zu denken, aber diesmal über 50. Okay? Eine zweistellige Zahl über 50. Und wenn du dann hast, na, sehr einfach. Perfekt. Arthur, wichtige Frage. Möchtest du dich noch umentscheiden? Nein. Nein. Sehr schön. Damit wir das gleich mit dem gesamten Publikum kontrollieren können, würden wir euch bitten, eure Zahl aufzuschreiben. Du schreibst deine Zahl im oberen Kreis, Arthur, du in den unteren Kreis. Schreibt eure Zahl möglichst groß, wir wollen das nachher zeigen. Aber ganz wichtig, wenn ihr jetzt aufschreibt, passt ihr nicht nur auf, dass wir das nicht nur sehen, sondern passt auch auf, dass es niemand aus dem Publikum sieht und am besten auch nicht der Kameramann. Das wirklich nur ihr beide dürft das sehen, was ihr aufschreibt. Und ihr könnt ja auch irgendwo hingehen, wo ihr wollt. Okay? Sehr schön. Wenn ihr beide fertig seid, sagt uns bitte Bescheid. Wir schauen hier auf den Fußboden. Oder ihr Menschen hier an. Seht ihr, wo wir hinschauen? Und wie gesagt, wenn ihr beide fertig seid, sagt uns bitte Bescheid. Seid ihr fertig? Jo. Arthur, du hast bestimmt einen Block in der Hand. Ja. Damit jetzt ausgeschlossen ist, dass wir irgendwas an dem Block sehen können, wir wollen diesen Block nicht mehr anfassen, nicht mehr berühren, schafft diesen Block bitte einmal am besten auf den Jury-Tisch mit der Bildseite nach unten. Auf den Jury-Tisch mit der Bildseite nach unten und auch so, dass dort niemand was sehen kann. Und da bekommt ihr beide mal einen riesen Applaus. Und jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert hat. Beck, komm mal mit mir einen Schritt nach vorne. Glaubst du eigentlich ans Gedankenwesen? Ja. Ja. Das ist ganz typisch, Frauen glauben da häufiger dran, als es Männer tun. Glaubst du ans Gedankenwesen? Frage ich doch. Gedankenlesen, stellen die meisten Menschen sich vor, dass wir Menschen anschauen, Gedankenlesen. Das können wir eigentlich nicht so machen. Was wir machen, sind Menschen so ein bisschen beeinflussen, manchmal manipulieren und die Körpersprache lesen. Was ich mit dir gemacht habe, ist, ich habe dich versucht zu manipulieren. Und ich habe mal drei Fragen an dich und beantworte sie mal für uns alle ganz ehrlich, wie du es empfunden hast. Konntest du dich absolut frei entscheiden? Ja. Ja. Hast du dich von mir irgendwie beeinflusst gefühlt? Ja. Nicht. Ich fand das nur mit dem Glas komisch. Mit dem Glas fandest du komisch. Hast du deine Zahl gesehen irgendwo? Als du da hingeschaut hast? Nicht. Beck, was ich jetzt verraten möchte, ist, ich habe dich beeinflusst. Und ich verrate ganz genau, was ich mit dir gemacht habe. Denn deswegen habe ich gesagt, versuch es zu genießen. Ich habe dir gesagt, such dir mal ein Glas aus. Das war nur wichtig, dass ich weiß, wo du hinschaust. Also du solltest gerade ausschauen. Dann habe ich mit dir gesprochen und ein paar Zahlen genannt. Das mache ich, damit du glaubst, ich möchte dich beeinflussen, damit du es gar nicht mitbekommst, wann es passiert. Denn ich habe dich nicht durchs Gehör beeinflusst, sondern durchs Sehen. Und wenn es geklappt hat, hast du an die Zahl gedacht, die ich dir gesendet habe, gezeigt habe. Denn ist dir aufgefallen, während ich mit dir gesprochen habe, die ganze Zeit in Luft geschrieben habe? Nicht. Ist es euch aufgefallen? Ja, manche Dinge siehst du. Beck, pass doch mal zum ersten Mal ganz genau auf, welche Zahl ich die ganze Zeit in Luft geschrieben habe. Und zwar, du sollst an eine Zahl denken unter 50. Du kannst nicht die 1 nehmen, du kannst nicht die 50 nehmen oder die 25. Immer wieder habe ich die Zahl 11 in die Luft geschrieben. Sage uns zum ersten Mal laut, an welche Zahl hast du gedacht? An 11. An die 11. Ja. 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 Ja.
kommen wir zu dir, meine Thomas. Bei dir habe ich ja keine komischen Zahlen hier durchgeschrieben. Ich habe zu dir einfach gesagt, denke an eine zweistellige Zahl über 50. Weil ich möchte jetzt an deine Zahl kommen und ich würde dich bitten, mal an deine Zahl zu denken und mich dabei anzuschauen, okay? Ja, der Auto macht das gut. Ja, sehr gut. Okay, sehr gut. Kannst du aufhören? Okay, ich lege mich fest. Nur ja oder nein, ob es stimmt. Ja, ich glaube, deine Zahl, an die du nur denkst, ist die 81. Falsch. Das ist falsch. Gut. Nicht die 81, okay, dann machen wir es anders. Nicht die 81. Vielleicht hilft das, wenn wir noch die Musik nochmal anmachen. Ja, dann bist du vielleicht besser als Stimmung. Daran lag es ja. Ja. Musik kriegt ja die Stimmung. Nochmal, vergeht mal eins. Ich hab wieder die 1 und an die 11 hatte. Nee, okay. Lass mich machen. Ja. Du hast ja gesehen, zwischen mir und Beck hat es wunderbar geklappt. Schau mich mal bitte an. Ja, Vince, ich weiß nicht, was du hast. Deine Zahl ist die 77. Falsch. 71. Falsch. Auch falsch. Gut, dann Vincent, das ist deine Nummer, machst du Ende. Du machst das wunderbar, Arthur. Manchmal brauchen wir 2-3 Versuche mehr, um auf deine Zahl zu kommen. Verrate nicht zu viel. Also ich probiere eine andere Methode. Kannst du dir deine Zahl auf einem Zahlenstrahl vorstellen? Also denk mal so an 2-3 Zahlen, die vor deiner Zahl kommen, 2-3, die danach. So ein bisschen die Perspektive erweitert. Das macht für mich manchmal ein bisschen einfacher. Denkst du vielleicht an die 76? Nein. 71? Nee, der schon früher. Nee. Okay, letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, hast du es geschafft. Bin ich auch raus jetzt. Kannst du mal beide Zahlen von hier zusammenrechnen? Der Mathematiker würde sagen, die Querwurbel. Hast du die Zahl? Denkst du an irgendwas mit der 3? Mit der 9? Ist dein Zahl 96? 79? Nee, ich trotzdem auch noch. 54? 78? Arthur, ist hier irgendwo deine Zahl dabei komplett zusammen? Komplett zusammen? Komplett zusammen. Nicht. Was? Ich weiß nicht, was du da meinst. Also ist deine Zahl hier irgendwo drauf? Anders gefragt, ja. Ist deine Zahl einzeln dabei? Beide Zahlen irgendwo? Beide Zahlen, ja. Irgendwo? Ja. Das siehst du? Danke. Antoine, setz dich nochmal bitte hin. Verrat niemand deine Zahlen. Okay. Aber das ist nochmal dein Applaus. Hast du wunderbar gemacht. Hey, man muss auch sagen, Arthur, du hast ja gesagt, du glaubst nicht ans Gedankenlesen. Nee. Arthur, eine andere Frage. Hättest du denn ans Gedankenlesen geglaubt oder daran ein bisschen gezweifelt, hätten wir deine Zahl sofort herausgefunden? Ja, bestimmt. Dann bestimmt. Arthur, weißt du, was das Schöne ist? Deine Zahl, an die du nur frei gedacht hast, ist die ganze Zeit dabei. Und die ist nicht nur einmal dabei, die ist nämlich ganz, ganz oft dabei. Ja, das Schöne ist, ihr seht sie alle noch nicht, weil... Aber ich habe zu dir gesagt, man muss manchmal die Perspektive ändern, um Dinge erst richtig zu sehen. Und wir helfen euch beim Perspektive ändern, und zwar ziehen wir ein paar Striche. Und die Striche bewirken, dass wir alle dieses Bild jetzt nicht mehr als gesamtes Chaos sehen, sondern jetzt Zahl für Zahl und Zeile für Zeile. Arthur, wir rechnen mal die erste Zeile zusammen. Ja. Okay. 8 plus 11 ist 19. Plus 1 ist 20. Plus 77 ist 97. Arthur, sag uns zum ersten Mal laut, an welche Zahl hast du nur gedacht? 97. Aber Arthur, auch die zweite Zeile, die ersten werden schon rechnen. 76 plus 2 plus 7 plus 12 ergibt 97. Die dritte Zeile, alle vier Zahlen zusammen ergibt 97, genauso wie die letzte Reihe zusammen 97 ist. Weil es wird doch besser, was so rumgeht, geht auch senkrecht. Du kannst senkrecht jede einzelne Zeile nehmen, ergibt deine Zahl 97. Doch, doch, doch. Und wir werden auch ganz oft gefragt, wie kommt man auf sowas? Ziemlich einfach, man muss diesen Schräg denken. Deswegen, Arthur, diagonal, geht auf. 8, 10, 19, 97. Auf die Hand, diagonal, 97. Bitte alle vier Ecken nehmen, alle vier Ecken ergeben, ja. 97. Oder Arthur, du kannst auch alle vier Zahlen beieinander nehmen. Alle vier Zahlen beieinander ergeben in der Summe 97. Und zum Schluss natürlich die Mitte ergibt auch 97. Ja, aber das ist dein Applaus, Arthur. Damit du uns das glauben kannst,
Damit das nochmal ganz in Ruhe nachrichten kannst, ob das wirklich auch stimmt, was wir erzählen. Würden wir das nochmal schenken? Und ich würde sagen, ein Riesenapplaus für euch beide, weil das ist immer sehr toll. Vielen Dank.